Unser Wanderzeichen, das rote Dreieck, es begleitete uns auf der ganzen Tour. Stets zweigen zu vielen bekannten Sehenswürdigkeiten verschiedene Wanderwege ab. Wir wandern vom Parkplatz Mönchberg über das Randegger Maar zum Mörike-Fels. Ein gar gruseliges Monster. Die Limburg. Das Randegger Maar ist ein ehemaliger Vulkanschlot, der vor rund 17 Millionen Jahren entstand. Das Maar ist ein nationaler Geotop. Im Jahre 1990 wurde das Randegger Maar mit der Zipfelbachschlucht mit einer Gesamtfläche von 110 Hektar als Naturschutzgebiet ausgewiesen. Karl Ludwig Valentin Salzmann war einer der Gründer und der erste Vorsitzende des Schwäbischen Albvereins. Unser weiteres Ziel, die Auchtert. Das Randegger Maar, eine eindrucksvolle Landschaft. Vom Parkplatz Hepsisauer Steige war es dann nicht mehr weit bis zum Mörike-Fels. Vom Mörike-Fels bot sich uns ein wunderschöner Blick auf Hepsisau mit seinen Streuobstwiesen. Der Weiterweg führte uns über den Auchtert, eine frühere Bezeichnung für eine Weide, vorbei an Felsformationen und der auf der Grasfläche blühenden Silberdistel, dem Wahrzeichen des Schwäbischen Albvereins. Schon von weitem sichtbar die Burg Teck. Immer am Trauf entlang zum Breitenstein. Vorbei am romantischen Abstieg zum Bannwald Pförch, einer der kleinsten Bannwälder Baden-Württembergs. Er ist ein Naturdenkmal. Viele Wanderwege zweigen vom Breitenstein ab, so auch nach Bissingen-Teck mit einem etwas steinigen Abstieg. Vom Breitenstein bietet sich eine der zweifellos schönsten Aussichten auf der Schwäbischen Alb. Thank you.
Auch der Schwäbische Alb-Nordrandweg HW1 führt hier vorbei. Das Schopflerer Moor ist das einzige größere Hochmoor der Schwäbischen Alb. Entstanden ist es durch die Verwitterung von Basalttuff aus einem Vulkanschlot des Schwäbischen Vulkans, die zur Bildung einer wasserundurchlässigen Tonschicht führte, eine Seltenheit in dieser Umgebung. Der Maasee, der sich über der Tonschicht bildete, ist im Laufe der Zeit verlandet.